Oh. So, da ist es mal wieder soweit. Ja, ich weiß, was ihr wollt. Ihr wollt alle diese Display haben, da diese hier. Dragon, irgendwas mit Drachen. Da, irgendwas. Dragon Frontiers da wollt ihr haben, ne? Ja, komm. Weiß ich doch, was ihr wollt. Gebe ich euch aber nicht. Müsst ihr warten. Kommt was anderes Herrliches. Und zwar das. Kennt das noch jemand von euch? Geil, wa? Geil. Habe ich nur gefunden. Ein Büsterchen. Ein Booster von Pokémon-Sammelkartenspiel Fossil. Geil, ja. Geil. Geil. Das will ich aber auch nicht öffnen. Ha. Nö, ich werde das hier öffnen. Einverstanden? Klar doch, ey. Ja gut. Ich habe das hier mal ein bisschen sortiert. Also ich habe hier Lapras Booster, hier Aerodactyl Booster. Ja, und natürlich ganz viele Zapdos Booster. Ja, die Zapdos Booster, die werde ich aber in Teil 2 öffnen. Beziehungsweise im nächsten Video. Fange ich an mit den Lapras Booster. Ich kenne diese Kartenreihe nicht. Ich habe selber nie Karten davon gehabt. Das ist jetzt das erste Mal. Ich werde sehen, was auf mich zukommt. Ich weiß also nicht, wann es eine Holo geben wird und wann nicht. Das kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall werden die Karten hier drinnen sehr herrlich sein. Das weiß ich. Wir haben hier direkt ein Kabuto. Ein Tentacha. Ein Seepa. Eine Geheimnisfossil. Ein Rattan. Dann haben wir ein Slimer. Dann haben wir einen Mushas und ein Hypno, nicht Holo. Okay, dann kommt hier die Rare. Und dann kommen noch zwei Karten, Kingler und Amoroso und Austoss. Das sind dann nochmal drei Karten, okay. Die letzten drei Karten, dann kommt die Rare und dann alle anderen. Alle anderen, Rare, drei Karten. Habe ich jetzt auch verstanden. Ja, also die Karten werde ich erstmal hegen und pflegen. Das sind nämlich die alten Karten, wonach ich nämlich euer Garados Damage ziemlich steil abgeht danach. Nach den alten Karten. Also ich mache das hier ziemlich krank gerade auf, ja. Ich werde noch von jedem einen Booster ordentlich aufmachen und das verwahren. Keine Sorge. Oh, die Trainerkarten, die alten Trainerkarten sind die geilsten. Spieler, Krabby, Kabuto, Kleinstein, Slimer, Energiesuche, Seeper, Alpollo als Rare. Richtig schick. Und dann haben wir noch ein Kingler, ein Amoroso und ein Austoss. Kabuto, Krabby, ein Phlegmon, ein geheimes Fossil, Ammonitas, Slimer, Seepa, Aerodactyl, Austoss, Mr. Fuji als Rare. Nein, stimmt gar nicht. Stimmt gar nicht. Dieses Aerodactyl hier war das. Habe ich vor ganz vercheckt. Das Aerodactyl hier ist die Rare. Ziemlich geil, das habe ich in Holo auch. Das Aerodactyl ist die Rare, also. Nochmal Austoss, Mr. Fuji und Amoroso. Ja. Also die Karten, die werde ich mir sowas von gut aufbewahren. Krabby, Kabuto, Kleinstein, Slimer, Energiesuche, Seepa, Ammonitas, Slimer als Rare, Austoss, Sandama und Mr. Fuji.
Finde ich sehr ehrlich. Bis jetzt habe ich noch keine Rare Doppelt, allerdings auch noch keine Holo-Karte gezogen. Das wird sich allerdings aber vielleicht hoffentlich gleich mit diesem Booster hier ändern oder mit einem der nächsten. Ah, ziemlich oft dieses Kabuto hier am Ziehen. Kabuto, Ammonitas, Tentacha, Energiesuche, Enton, Fleckmon, Kleinstein, Lavados. Lavados nicht Holo, aber trotzdem eine Rare, ja klar. Lamos, Magma, Enton. Hammergeil! Lavados Rare. Boah, krass. Tentacha, Fleckmon, Zubat, eine Wiederverwertung, Geheimnisfossil, Kabuto, Sepa, Lavados nochmal, scheiße ist das geil, dann ein Seemon, oh Golbat, richtig geile Karte, cooles Artwork vom Golbat hier, Mr. Fuji, cooles Golbat Artwork. Ich mag Golbat. Besonders mag ich X-Bart. Einer meiner ersten Holo-Karten, ja? X-Bart. Ohne Spaß. Die Karte, über die Karte geht nichts. Ja? Mushas, Zubat, Kabuto, Tentacha, Sepa, Geheimnisfossil, Rettern, Magneton Holo! Magneton Holo, was ist da los? Ach du Scheiße, ist das geil. Meine erste Holo-Karte aus den Fossilboostern. Magneton Holo, boah, ist das nice. Das ist so ein epischer Moment für mich. Dann Tentoxa, Austos und Nebulak. Boah, das ist so ein epischer Moment für mich, weil es einfach die allerersten Karten sind. Mit den Karten bin ich groß geworden. Und da eine Holo-Karte zu haben damals... Also wenn man da eine Holo hatte, dann war man quasi der King. Dann war man der King. Ja, man war der Gott. Richtig geil. Tadam. Ja. Ja, fahren wir fort. Mit dem nächsten Lapras Booster. Wir haben ja noch einige Boosterchen vor uns, wohl. Haben ja noch einige Büsterchen vor uns. Hier haben wir zum Beispiel wieder ein Geheimnisfossil. Dann haben wir ein Ammonitas, Tentacha, ein Rettan, ein Zubat, ein Fleckmon, ein Mushas und ein Aerodactyl als Rare. Dann haben wir noch eins Mokmok. Oh, das Mokmok hier. Das habe ich sogar auch. Ich habe das dunkle Smogmog in Holo. Ja. Austos und Mr. Fuji. Ja, ich habe von da, also, das sind die Sachen, die ich so sammle. Ich sammle nicht wirklich Sets, ich sammle so Shiny-Karten, von jedem Pokémon helle Pokémon, dunkle Pokémon. Solche Sachen sammle ich eher, ja. Ne? Wenn, also schon, ich sammle schon Sets, ja, aber auch sowas halt. Also, Geheimnisfossil, Ammonitas, Tentacha, Rettan, Zubat, Fleckmon, Mushas, Kikli. Kikli. Ein sehr geiles Pokémon. Amoroso, Georock, Magma. Kikli. Ja, ich habe aber dennoch Nocturne immer vorgezogen. Und als Capoeira rauskam, dachte ich mir, was für ein Witz. Nocturne wird alle flamen. Ja. Nocturne ist das geilste von allen dreien. Capoeira und Kikli können einpacken hier. Nocturne. Nocturne, einmal Donnerfaust. Dann ist hier Ense im Gelände. So, das ist das erste Aerodactyl-Booster jetzt. Ja, ihr fragt euch sicherlich alle, warum er jetzt die Booster immer noch so scheiße öffnet. Ich habe natürlich von jedem Booster noch eins gesaved. Bei mir im Wandschrank. Und das werde ich natürlich nicht öffnen.
Sepa, Ammonitas, Rettern, Enton, Geheimnisfossil, Kleinstein, Fleckmon, Alpollo Holo. Ist das denn die Möglichkeit? Kann man das sehen? Ja, kann man. Alpollo Holo. Scheiße, ist das geil. Enton, Georok und ein Arbok. Arbok. Ja, das wäre auch mal nice. Könnte man auch mal machen, ja? Pokémon-Stimmen imitieren. Bäcker, Bäcker. Bäcker, Bäcker. Pikachu. Bäcker, Bäcker. Egal. Wäre mal ganz lustig. Kann ja mal der ein oder andere Poketuber mal hier einführen. Pokémon-Nachmach-Challenge hier. Vielleicht. Fleckmon. Sepa. Energiesuche. Enton. Reitan. Kleinstein. Ammonitas. Magneton Holo. Direkt doppelt hier. Richtig geil. Richtig geil. Steht trotzdem nicht zum Tausch. Ist nicht. Austos. Magma. Nebulak. Boah, da werde ich jetzt erstmal hier die ganzen Entwicklungen raussuchen. Später. Und die alle in meine Sammlung packen, Alter. Von Fossil habe ich nämlich so gut wie gar nichts. Da habe ich nur Zapdos, Arctos, Lavados. Jeweils in Holo und in Nicht-Holo. Das war's dann auch von Fossil, was ich besitze. Deswegen werde ich mir die hier alle einverleiben in meine Sammlung. Sepa. Wiederverwertung. Geheimnis Fossil. Ammonitas. Tentacha. Rettern. Zuba. Zapdos Holo. Au! Zapdos Holo selbst gezogen. Perverse Scheiße. Zapdos Holo. Boah, bis jetzt so ein nice Pull, ne? Kingler, Geowatz, auch richtig geil. Boah, ich liebe die alten Karten einfach. Auch dieses Smogmog hier, ja, aber dieses Geowatz. Zieht euch das einmal, hier noch einmal kurz der Recap kurz von diesem Booster hier. Ja, alles geil. Auch dieses Sepa-Artwork. Hammer. Hammer nice. Ja, die alten Karten, die alten Karten. Gut, dann öffnen wir mal das nächste Booster. Das nächste Aerodactyl-Booster. Das nächste Aerodactyl-Booster wird jetzt ge... Okay, jetzt öffne ich es, okay? Ja, jetzt. Gut. Okay, genug der euphorischen Ausrufe, der euphorischen Klänge von mir, falls man es denn so nennen kann. Boah, Alter. Ich komme immer noch nicht darauf klar. Zapdos Holo. Geil. Ammonita, Slimer, Sepa, Zubat, Spieler, Wiederverwertung. Krabi, auch so geil, Krabi ja am Strand. So ein geiles Artwork, ja, das kriegen die doch heutzutage gar nicht mehr hin. Also, ich liebe die alten Karten, also ich finde sie richtig geil. Zapdos Holo nochmal. Übelst, übelst, übelst. Zieht euch das rein. Was ist geiler als EX-Bull? Detoxa, Mr. Fuji und Magma. Es ist geiler als EX Full Art Pull, ja? Okay, nicht geiler als Glurak EX Full Art Pull, aber es ist geiler als so mancher EX Full Art Pull. Ohne Witz. Ohne Witz. Zweimal hintereinander Zapdos Holo. Boah, was geht los da rein, ey? Das Geile ist ja, wenn man hier guckt, bei den neuen Boostern, so oben drauf, dann kann man genau erkennen, ob man eine EX-Karte gezogen hat oder nicht. Ist ein kleiner Trick. So, ja? So. Hier kann man das nicht erkennen, weil die Holos alle Holos sind. Ja? Und nicht irgendwie eine Special-Pappe haben oder so, ja? Weil es einfach Holos sind. Das kann man nicht erkennen. Nur das Bild ist Holo. Die Karte wurde nicht an sich verändert. Kleinstein. Geheimnisfossil. Krabi. Energiesuche. Ammonitas, Mushas, Enton, auch ziemlich geil, ja, also Hammer. Und nochmal ein Apollo. Cool. Dann nochmal ein Arbok. Ein Arbok. Magma und ein Lamus.
Also ich finde, ich kann das Arrbock ziemlich gut nachmachen. Ich finde es geil. Das Pikachu von eben war eher ein leidendes Pikachu, finde ich. Das war eher ein verreckendes Pikachu. Ja. Wiederverwertung. Krabi. Mushas. Rettern. Geheimnisfossil. Slimer. Kabuto. Oh, Kikli. Nochmal. Sehr herrlich. Dann haben wir einen Sandama. Und das niceige Geowatz. Und ein Seemon. Auch geil, ja. Boah, das Seemon-Artwork ist richtig geil. Als würde das Seemon richtig abgehen, ey. So gerade mitten im Kampf. Ja, richtig aggressiv. Das ist richtig geil. Und wisst ihr, was noch geil ist? Das ist das, finde ich, das Allergeilste gerade. Mir ist es so egal, wie lange das Video geht. Ja. Hier unbegrenzte Kapazitäten habe ich hier. Das Video wird immens lang, ist mir egal. Krabi, Kabuto, Kleinstein, Slimer, Energiesuche, Sepa, Amonitas, Raichu, Holo. Übelst, die Karte fehlt mir noch. Die Karte fehlt mir noch. Ja. Diese Random-Karten, ja, die habe ich immer direkt weggegeben, ja. Die Holos habe ich teilweise alle, ja. Ich sagte vorhin, ich habe nur Zapdos, Arctos und Lavados, ja. Aber wenn ich mir das jetzt so angucke und dann an meine Sammlung denke, fällt mir ein, ach ja, die hast du ja auch, die hast du ja auch. Also die Holos habe ich teilweise alle, ja. Aber sie jetzt mal selber zu ziehen, ja, und nicht über ein BCBM ist so nice. Raichu Holo, ja. Und genau das fehlt mir noch halt, glaube ich. Boah, Junge. Geil. Amoroso, Austos, Lamus. Boah, Alter, ist das krass. Ich sag euch das, Alter. Alte Booster zu öffnen, ja. Mit den alten Karten. Ist besser als IX Full Art Pull. Schwöre. Ja. Ja, schö. Digga, schö. Scher X Full Art Pull. Weg damit alle. Auf Müll alle. Scher öffne alte Booster. Scher, kommt Holo. Kommt gut. Kommt die Gute an. Scher ist besser, voilà. War ein Witz. Mushas, Zubat, Kabuto, Tentacha, Sepa, Geheimnisfossil, Rettern, Raichu nicht Holo, ja trotzdem, als Rare natürlich mit dabei, Mr. Fuji, Amoroso und Sandarna. Boah, ist so nice hier, ne? Ich will immer, ich denke immer noch, oh, Online-Code wegtun, aber, na, dödüm, durchgefallen, 6 Sätzen. Slimer, Mushas, Tentacha, Fleckmon, Zubat, Wiederverwertung, Geheimnisfossil, Zapdos, übelst geil, nicht Holo, übelst geil, Sandama, Arrbock, und natürlich, Dünga. So, wir neigen uns dem Ende zu. 3 Boosterchen habe ich noch zu öffnen. Jedenfalls 3 Booster, da wo ein Aerodactyl drauf ist. Ja. Spieler, Slimer, Mushas, Tentacha, Fleckmon, Zubat, Wiederverwertung, Arctos, nicht Holo, trotzdem Rare. Richtig geil, richtig geil. Damit hätte ich die Serie unholo schon mal wieder vollständig, ja. Boah, nice, nice, Alter, nice. Arrbock. Nebulak und Enteron. Kleinstein, Wiederverwertung, Spieler, Fleckmon, Kabuto, Zubat, Energiesuche, Alpollo als Rare. Dann Austos, Sandama, Mr. Fuji.
Letztes Aerodactyl Booster von der Reihe Fossil. Sepa, Zubat, Spieler, Wiederverwertung, Krabi, Muschas, Rattan, Kikli, als Rare, Kingla, Tentoxa, Mr. Fuji. Konnte ich gerade nicht lesen, das Tentoxa. Ja, das nenne ich mal, boah, das ist so ultra nice Pull, ne? Ich habe jetzt keine Ahnung, wie viele Booster das waren. Also das sind insgesamt, sind es 45 Booster. Und ich habe jetzt noch, ja, ich habe jetzt noch so immens viele Zapdos-Booster, ja. Und das waren schon immens viele, ja. Wenn ihr aus einem Display stammt, dann will ich gar nicht wissen, wie krass das Display war. Hier einmal kurz der Recap von den Lapras und den Aerodactyl-Boostern. Raichu-Holo. Zapdos-Holo zweimal, Alter, ist das krank. Die Karte steht nicht zum Tausch. Nein, fragt gar nicht erst. Die Karte bleibt bei mir. Genauso wie dieses Magneton. Was ich auch doppelt habe hier. War nur hier Magneton und dazwischen hatte ich das Apollo noch gezogen. Und dann hier Magneton, ja. Boah, zweimal Zapdos Holo hier dabei. Alter. Ja, und im nächsten Video, im Teil 2 von den Fossil-Pokémon-Sammelkarten, Spielboostern, gibt es dann, diese schicken Zapdos-Booster, ja. Und dieses schicke Zapdos-Booster hier, ja. Werde ich jetzt öffnen. Anton, super. Spieler, Kleinstein, Rattan, Tentacha, Tentacha. Energiesuche, Hypno, nicht Holo, also aber trotzdem Rare natürlich. Mr. Fuji, Amoroso und Smogma. Boah, ist das krass, Alter, ja. Ich habe ziemlich viel Scheiße auch gelabert. Ziemlich viel Müll war dazwischen, den ich gelabert habe. Ich hoffe, euch gefällt das Video trotzdem. Das Video geht immens lang. 24 Minuten fast. Herrlichst, dass das so lang geht. Ich finde es richtig geil. Alte Booster for the win. Kauft euch die alten Booster und öffnet die, ja. Euer Kanal wird davon auferlebt werden. Er wird davon leben, von alten Boostern. Natürlich auch von den neuen, aber die alten sind immer noch die epischen Booster und ja, da kann man nichts anderes mehr machen, außer noch einmal den Recap hier zu zeigen und jede einzelne Karte hier zu ehren. Ah. In der Reihenfolge haben wir es gezogen hier. Magneton, Apollo, Magneton, Zapdos, Zapdos, direkt hintereinander hier, ja. Übelst, direkt hintereinander, übelst geil. Und dann noch Raichu zum Schluss. Raichu Holo gefällt mir persönlich hier am geilsten. Das Artwork ist auch krass. Natürlich kommt dann natürlich das Zapdos, das ist auch geil. Dann kommt das Magneton und zum Schluss das Apollo.